Moin, ich bin der Kalle und auf diesem Kanal kommt heute ein Video, mit dem wahrscheinlich die wenigsten rechnen. Normalerweise ist man es hier gewohnt, so ein bisschen angebrüllt zu werden. Es wird lustig, würde ich jetzt mal behaupten. Und generell geht es hier sehr viel um Unterhaltung. Und keine Angst, das wird auch in Zukunft so bleiben, aber heute wollte ich einmal die Gelegenheit ergreifen, mich ein bisschen mitzuteilen. Ich mache YouTube-Videos jetzt seit ungefähr 3 Jahren und in dieser Zeit habe ich sehr viel gelernt, habe sehr viel erlebt und habe auch sehr viel Feedback in Form von Kommentaren, Briefen oder auch Nachrichten bekommen. Angefangen hat das Ganze damals mit Nixterboy, der hat mich dann kennengelernt in seinem Twitch-Format, die Hofspiele. Und daraufhin ist der Schneeball immer größer geworden. Ich habe hier in Spandau den Job bekommen und habe hier als Moderator angefangen. Nebenbei dann auch YouTube gemacht, gestreamt auf Twitch. Ja, und seitdem ich mit Max so viel Zeit verbracht habe, hat sich an meinem Kanal sehr viel geändert. An meiner Einstellung als Content-Creator oder Influencer auf jeden Fall auch. Ich hatte mir insbesondere für dieses Jahr 2019 sehr viele Ziele gesetzt. Das Ganze habe ich sogar am Anfang des Jahres in so einem kleinen Video verpackt. Und in den letzten 10 Monaten hat sich hier extrem viel getan. Allein dieses Jahr sind schon über 110.000 Abonnenten auf diesem Kanal dazugekommen. Ich habe League of Legends quasi aus meinem Contentplan gestrichen und habe sehr viele Dinge gemacht, die mir einfach nur Spaß machen. Damals noch als Krokettenkalle gestartet, das Ganze habe ich ja dieses Jahr abgelegt und ich fühle mich einfach gerade pudelwohl in dieser ganzen Rolle. Jetzt habe ich letztens erst einen Zweitkanal gemacht, wo ich auch sehr viel quatsche und der ist auch Grundlage tatsächlich für dieses Video hier, weil ich mich ganz lange nicht getraut habe, über gewisse Dinge zu sprechen, zumindest in der Öffentlichkeit nicht. Ich möchte vorweg sagen, bevor ich jetzt hier meine Story erzähle, dass es hier nicht darum geht, dass ich irgendwie richtungsweisend sein möchte. Ich möchte hier lediglich einen Weg liefern, wie ihr vielleicht mit gewissen Dingen umgehen könnt. Denn in den letzten 3 Jahren habe ich natürlich sehr viele Nachrichten auch bekommen von Zuschauern, die sich bei mir gemeldet haben, sich bedankt haben für den Content, den ich liefere. Aber gleichzeitig haben sie mir auch Probleme mitgeteilt. Seien es Probleme in der Familie, zu Hause, in der Schule, auf der Arbeit, in der Universität. Generell die Perspektivlosigkeit, die manche Leute vielleicht haben, weil sie nicht wissen, wie sie weitermachen sollen. Leute, die Opfer von Gewalt geworden sind, Opfer von Mobbing. Leute, die wahrscheinlich einfach Schwierigkeiten damit haben, auf Leute zuzugehen. Und Menschen, die einfach vielleicht ganz einsam sind. Und heute möchte ich euch meine Geschichte erzählen. Einfach aus dem Grund, weil ich das Gefühl habe, dass ich eine gute Geschichte zu erzählen habe. Dass eine vermutlich perspektivlose Situation doch noch gerettet werden kann. Und vor allem eins, dass man niemals aufgeben sollte, an sich selbst zu glauben. Und vor allem genau das tun sollte. Und jetzt habe ich hier schon irgendwie ein paar Minuten um den heißen Brei herumgeredet. Ihr fragt euch natürlich jetzt, Kalle, was willst du denn uns jetzt eigentlich damit sagen? Ich bin mit 17 zu Hause abgehauen, weil meine Mutter Alkoholikerin war, Drogen genommen hat und mich verprügelt hat. Trotzdem kann ich sagen, und deswegen lächle ich auch, dass ich heute ein wirklich tolles Leben führe und wirklich privilegiert bin. Und jetzt fragen sich natürlich viele, Kalle, wie ist das zustande gekommen? Bist du Jesus oder wer bist du? Nee. Und für alle, die jetzt an diesem Punkt des Videos denken, Kalle, nein, halt, stopp, du darfst es nicht erzählen. Du machst dich damit viel zu angreifbar und die Leute können das als Waffe gegen dich benutzen. Keine Sorge, ich habe mir das sehr gut überlegt. Das Ganze liegt jetzt schon sehr lange zurück. Aber ich fange mal am Anfang an. Meine Mutter hat mich damals mit 18 Jahren bekommen. Das bedeutet, sie war eine sehr, sehr junge Mutter und wusste noch nicht so recht, wie das Ganze funktioniert. Ich werde nächstes Jahr 30 und hätte dann jetzt schon ein Kind, was 12 Jahre alt wäre. Und wenn ich so zurück überlege, dass ich mit 18 ein Kind bekommen hätte, holy shit, ich hätte nichts auf die Reihe bekommen. Wirklich nicht. Und an dieser Stelle muss ich sagen, meine Mutter hat es jetzt nicht bad gemacht. Also ich hatte immer was zu essen, ich hatte immer Kleider, ich hatte ein Dach über dem Kopf. War auf jeden Fall alles okay. Man hätte sich besser darauf vorbereiten können. Aber im Endeffekt hat mir wirklich nicht viel gefehlt. Was mir allerdings so ein bisschen gefehlt hat, war ein Daddy, weil den habe ich bis heute nicht kennengelernt. Wer weiß, wo der sich gerade rumtreibt. Und ich habe das jetzt gerade so ein bisschen ins Lächerliche gezogen, aber es ist tatsächlich nicht so einfach gewesen, ohne Vater aufzuwachsen. Aber als ich 7 Jahre alt war, kam dann ein Stiefvater dazu, der gleichzeitig auch der Vater meines Bruders ist, der 11 Jahre jünger ist wie ich. Das bedeutet also, ich habe noch einen kleineren Bruder, der jetzt gerade 18 geworden ist. Mit diesem Stiefvater gab es aber leider ein Problem, und zwar, dass er drogenabhängig war. Also er hat halt sehr häufig gekifft. Und wenn er mal nichts hatte, dann hat sich das in Aggression ausgewirkt. Oder meine Mutter, die war damals arbeitstätig und immer wenn er dann nichts hatte und ich war zu Hause, dann hat er es so ein bisschen an mir ausgelassen. Das bedeutet, er hat mich angeschrien oder hat Sachen durch die Gegend geschmissen oder hat mich irgendwie ja auch mal angepackt. Das aber ganz, ganz selten. Schlussendlich hatte ich aber trotzdem irgendwie Angst, mit ihm allein zu sein. Aber man hat sich dann auch irgendwie nicht getraut, das mal mitzuteilen. Das bedeutet, ich war einfach heilfroh, wenn meine Mutter nach Hause gekommen ist von der Arbeit und sie einfach da war, weil ich wusste, dann passiert nichts, nada, nothing. Sehr wichtig für den weiteren Verlauf dieser Geschichte. Ich bin sehr viele Male in meinem Leben umgezogen. Ich bin aufgewachsen in Bremen-Nord, in Fegesack, beziehungsweise Blumenthal.
Irgendwann sind wir dann nach Bremen in die Innenstadt gezogen und dann haben sich meine Eltern noch getrennt, beziehungsweise mein Stiefvater und meine Mutter. In der Zwischenzeit war aber auch häufig mal die Polizei bei uns, weil es dann häusliche Gewalt gab. Ich möchte da jetzt nicht zu weit ins Detail gehen. Der Teil, der mit mir zu tun hat, ist, dass ich häufig halt einen Polizeiwagen vor unserer Haustür gesehen habe, wenn ich aus der Schule kam, beziehungsweise wenn ich dann reingegangen bin, auch Polizisten in unserer Wohnung waren. Irgendwann wurde meiner Mutti das zu bunt und hat sie gesagt, Tschüssikowski, ich mache jetzt einen Schuh, ich nehme die Kinder, wir ziehen aus. Es gab dann noch sehr viel Gehickhacke hin und her, aber letzten Endes sind meine Mutter, mein Bruder und ich dann auch wirklich ausgezogen. Ja, und ab da sollte eigentlich alles deutlich besser werden und da war ich ungefähr 14 Jahre alt. Wie ich schon meinte, in der Zwischenzeit sind wir häufig umgezogen. Das bedeutet auch, Freunde fest an sich zu binden, eine lange Freundschaft aufzubauen, war damals gar nicht so einfach, weil man, wie gesagt, immer woanders gewohnt hat, auf die Schule gewechselt hat und das einfach so ein bisschen schwierig für einen war, muss man ganz klar so sagen. Ja, meine Mutter war dann natürlich irgendwann auch so ein bisschen alleine. Sie wusste auch nicht so genau, wie es jetzt eigentlich weitergehen soll. Mit zwei Kindern ist es wahrscheinlich auch nicht so einfach und ich glaube, dass sie sich dann irgendwann gedacht hat, sie gönnt sich einfach mal ab und zu ein Gläschen. Aus dem Gläschen wurde dann manchmal auch eine Flasche am Tag. Und wir reden hier nicht von Bier, wir reden hier von hartem Alkohol. Das Ganze hat sich dann so weit hochgeschaukelt, dass ich dann mit 17 Jahren so an den Zenit der ganzen Geschichte kam. Man muss natürlich dazu auch sagen, dass ich immer rebellischer wurde, weil ich in der Pubertät war. Immer wenn meine Mutter dann was von mir wollte, war ich A, genervt. Oder B, hatte keinen Bock drauf. Oder C, hab dann einfach gesagt, nö, mach ich nicht. Also das spielt natürlich in das Ganze auch irgendwo mit rein. Was aber in der Zeit für mich auch ganz gut lief, war, dass ich mit dem Tanzen angefangen habe. Ich habe mit 15 ungefähr angefangen, in der Tanzschule zu tanzen. Einige haben das ja auch schon mitbekommen. Da habe ich dann später ja auch meine Ausbildung gemacht. Und das war auch sehr wichtig für mich. Trotzdem hat mir das Tanzen immer sehr geholfen, abzuschalten, ein bisschen aus dem ganzen Alltag rauszukommen. Schule lief ja nie so gut und ich hatte auch nie Bock. Ich war ungern zu Hause irgendwann und da habe ich dann sehr viel Zeit auch in dieser Tanzschule verbracht. War dann irgendwann 2-3 Mal die Woche da einfach beim Training, habe einfach abgezappelt. Und das Gute und Glückliche daran war, dass ich darin gar nicht mal so schlecht war. Meine Mutter konnte sich irgendwann die Beiträge nicht mehr leisten, daher wurde mir dann von der Tanzschule angeboten, dass ich das nebenbei abarbeiten darf. Das entwickelte sich dann auch noch dazu, dass ich dann mehrmals die Woche dann später dann irgendwie da gearbeitet habe und dann letztendlich auch meine Ausbildung und einen Arbeitsplatz da gefunden habe. Trotzdem war mir das natürlich total unangenehm, dass wir uns nicht mal 30 Euro im Monat leisten konnten, um die Tanzschulbeiträge zu bezahlen. Ja, und in dieser Tanzschulzeit habe ich tatsächlich auch meine erste große Liebe kennengelernt, die damals ein komplett anderes Leben als ich geführt hat. Sie lebte mit ihrer Familie in einer netten Gegend, es war alles okay, sie hat ein Haus und es war alles nice und im Grunde genommen war der Kontrast einfach sehr hoch. Das bedeutet, in der Familie von meiner Freundin war einfach sehr viel Harmonie und sehr viel Liebe und man hat sich gegenseitig immer unterstützt und zugehört. Bei mir war es ja, wie ihr jetzt gerade vielleicht schon gemerkt habt, ein bisschen anders. Dort war ich dann auch häufig zu Besuch und habe dann auch am Wochenende immer bei meiner Freundin geschlafen und dadurch habe ich dann die Familie auch deutlich besser kennengelernt und das Ganze hat sich dann natürlich auch zu gewissen Sympathiepunkten entwickelt. Immer wenn die Familie dann in Urlaub gefahren ist, hat sogar meine Freundin dann gefragt, ob ich nicht mitkommen könnte. Ja, und dann sind wir halt zusammen in den Urlaub gefahren, ich und die Familie von meiner Freundin sozusagen. Ganz häufig fahren wir übrigens in Schweden. Schweden ist nice. Wenn du mal die Gelegenheit hast, nach Schweden zu fahren, dann macht es. Schweden ist unnormal belohnt, wirklich. Ja, meine Mutter hat dann irgendwann bemerkt, dass mir diese Familie irgendwie was bieten kann, dass ich dort dann irgendwie was bekommen kann, was sie mir nicht bieten kann. Und das hat dann so ein bisschen Eifersucht hervorgerufen. Ich kann das sogar auch ein bisschen verstehen. Wenn du selber nicht in der Lage bist, dein Kind irgendwie mit Geschenken zu versorgen und wenn du dann merkst, dass dein Kind ganz häufig in einer anderen Familie zu Besuch ist, kann das sein, dass sich das natürlich negativ auf die Beziehung zwischen den beiden Familien auswirken kann. Ja, und letztendlich hatte meine Mutter wirklich ein Problem damit, dass die Familie mich so häufig in den Urlaub eingeladen hat und mir zusätzlich vor Ort sogar immer noch so ein Fuffi Taschengeld in die Hand gedrückt hat und meinte, hier Junge, kauf dir mal was Schönes. Ich weiß ja, bei euch ist das nicht so einfach. Meistens habe ich das Geld aber auch nur für meine Freundin ausgegeben, weil ich ein krasser Casanova bin, Alter. Ja, und das, was ich mir vielleicht jetzt so nachträglich so ein bisschen vorwerfen könnte, ist, dass ich mir nie Zeit für meine Mutter genommen habe, sondern eigentlich immer raus wollte zu Hause. Das bedeutet schlussendlich, dass ich so gut wie nie zu Hause war, am Wochenende immer bei meiner Freundin geschlafen habe und auch so jede Gelegenheit genutzt habe, nicht zu Hause sein zu müssen. Nun, wenn wir jetzt also nochmal zusammenfassen, meine Mutter war eigentlich fast immer alleine. Ich hatte keine wirkliche Vaterfigur im Leben. Ich hatte einen kleinen Bruder, um den ich mich mitkümmern musste. Ich hatte aber eine Freundin zu der Zeit, die mir sehr viel Kraft gegeben hat und deren Familie mir eigentlich auch gut getan hat. Meine Mutter konnte mir finanziell gesehen zumindest nie viel ermöglichen, aber es war auch nie wirklich ein Problem für mich. Ich habe mich damit tatsächlich abgefunden. Aber man hat in der Zeit zwischen 15 und 17 Jahren in meinem Leben auf jeden Fall gemerkt, dass meine Mutter und ich uns schon distanzieren und sie aus meiner Sicht so ein bisschen abstürzt und ich auch einfach so ein bisschen planlos durchs Leben gehe. Es gab 2 Tage in meinem Leben, an denen sich bei mir alles verändert hat. Zum einen war es der 23.12.2016, als mich der Product Manager von Summoners Inn angerufen hat und gesagt hat, ey Kalle, Alter, wenn du Bock hast, kannst du in 2 Wochen hier in Spandau anfangen zu arbeiten. Und der bedeutsamere Tag und der, an dem sich wahrscheinlich der weitere Verlauf meines Lebens entschieden hat, war der 30.07.2007.
An diesem Tag saß ich in meinem Zimmer. Ich habe Diablo 2 gespielt. Ich war ein absoluter Diablo 2-Suchtig. Ich habe so einen richtig alten, gammeligen PC gehabt, der nicht mehr Onboard-Sound hatte und ich keine Ahnung von PCs hatte und ich wusste nicht, wie ich Sound auf diesen Computer bekomme, deswegen konnte ich nur Spiele spielen, die keinen Sound brauchen. Ja, und an dem besagten Tag saß ich dann auch wieder bei Diablo 2. Wir hatten so einen Clan oder so eine Gilde oder wie auch immer man das damals genannt hat. Und um fast Punkt 19 Uhr kommt meine Mutter ins Zimmer gestürmt. Und ich weiß es noch sehr genau, was da passiert ist. Ich hatte schon erwähnt, dass sie ein Alkoholproblem hatte und noch an diesem Abend war es dann wieder ähnlich. Mein Bruder, der wie gesagt 11 Jahre jünger ist wie ich, war zu dem Zeitpunkt schon im Bett. Meine Zimmertür geht auf, meine Mutter kommt reingestürmt und sagt, geh mal mit deinem Bruder spielen. Und ich hatte so ein Sofabett, wo quasi dann die Matratze ausgelegt wurde und die dann wirklich auf dem Boden war. Das heißt, ich saß wirklich nur wenige Zentimeter über dem Boden und hatte dann wirklich so einen Fliesentisch, wo mein PC-Monitor drauf stand. Und früher waren das solche Apparate, Alter. Das bedeutet, ich brauchte halt wirklich einen mega großen Tisch und die Tastatur war so ganz klein davor geklemmt irgendwie und die Maus und ich konnte so ganz wenig meine Hand noch bewegen zum Zocken. Und dann saß ich da so und guckst du zur Tür und sagst so, jo, warum soll ich denn jetzt meinen Bruder wecken, Alter? Das macht überhaupt keinen Sinn. Ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich auch, was soll das denn? Aber sie war halt, wie gesagt, wirklich alkoholisiert und wusste wahrscheinlich in dem Moment gar nicht, was sie tut. Sie hat mich auch gar nicht richtig angeguckt. Ich habe nur ihren glasigen Blick gesehen, der irgendwie an mir vorbeigegangen ist. Und dann hat sie die Tür wieder zugeschmettert. So, dann dachte ich, okay, die hat wieder irgendein Problem. Ist auch in Ordnung. 10 Minuten später kam sie dann wieder in mein Zimmer und hat dann gefragt, wieso ich ihn immer noch nicht geweckt hätte. Und dann habe ich halt auch gesagt, hey, das ist einfach eine komplett bescheuerte Idee. Lass mich bitte einfach in Ruhe, geh raus, mach die Tür zu. Das Ganze hat sich dann nochmal ein drittes Mal wiederholt. Sie ist lauter geworden, ich bin lauter geworden. Wir haben uns angefangen anzuschreien wegen einer richtig dummen Sache, wenn man jetzt mal so drüber nachdenkt. Ich meine, sie hat mich aufgefordert, meinen Bruder zu wecken, der gepennt hat. Und ergibt auch keinen Sinn. Wieso soll ich mit dem spielen? Wir haben uns dann so ein bisschen in Rage geredet und im Endeffekt war ich damals ein wirklich, wirklich, wirklich dünner Mensch. Und meine Mutter hatte schon immer so ein bisschen mehr auf den Rippen und ich hatte schon erzählt, dass ich so ein bisschen knapp über dem Boden saß wegen der Matratze. Und dann ist sie auf mich draufgestürmt, hat sich auf mich draufgesetzt, ich konnte mich nicht mehr bewegen und sie gab mir mehrere Fäuste hintereinander ins Gesicht. Das Ganze führte dann dazu, dass ich einige Momente wirklich benommen war und nicht so wirklich wusste, wo ich bin. Irgendwann hat sie dann bemerkt, dass sie gerade ziemlich große Scheiße gebaut hat. Sie hat sich dann wieder von mir abgesetzt und hat sofort gesagt, komm zu mir, es tut mir leid, oh mein Gott, ich liebe dich, wie auch immer. Und bei mir war in dem Moment komplett vorbei. Ihr erinnert euch, ich habe vorhin erzählt, dass immer, wenn mein Stiefvater da war, aber meine Mutter nicht, dass ich gehofft habe, dass meine Mutter nach Hause kommt. Das heißt, sie war immer mein erster Zufluchtsort. Und ich habe eigentlich auch immer ein gutes Verhältnis bis zu diesem Zeitpunkt zu meiner Mutter gehabt. Ich fand gewisse Sachen nicht gut, die sie getan hat, aber sie war immer meine erste Vertrauensperson. Sie war immer die Person, die mich mein ganzes Leben begleitet hat und der ich immer irgendwie vertrauen konnte. Auch wenn es Momente gab, wo wir uns gestritten haben, war es immer noch meine Mutter. Und in dem Moment hat sie alles zerstört. Dieses volle Vertrauen zueinander, was ich wirklich 17 Jahre lang zu ihr hatte, ist in einem Moment verpufft. Ich wusste nicht mehr, wer vor mir sitzt. Es war ein komplett anderer Mensch. In dem Moment war es natürlich eine Adrenalinsituation und ich habe meine 7 Sachen genommen, habe mein Handy geschnappt, wie meine Fahrkarte für den Bus und Bahn, mein MP3-Player, mein Portemonnaie und bin einfach nur rausgerannt. Die ganze Situation hat sich ungefähr von 19 bis 20 Uhr hingezogen und dann stand ich abends um 8 Uhr irgendwie vor der Tür und wusste nicht, wohin ich sollte. Das Gute war, dass damals noch Sommerferien waren. Das bedeutet, ich hatte jetzt irgendwie keine Verpflichtung am nächsten Tag, ich konnte ganz entspannt chillen. Entspannt war die Situation natürlich nicht. Ich war wirklich irgendwie total verwirrt und wusste überhaupt nicht mehr, was ich jetzt machen soll. Ja, das Ganze führte dann auch dazu da, dass ich wirklich nicht mehr nach Hause wollte. Und dann bin ich zu meiner Freundin gefahren, die eine gute Strecke von mir entfernt wohnte. Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln habe ich ungefähr eine Stunde dahin gebraucht. Mit Wartezeit und so bin ich dann ungefähr um 9:30 abends im Sommer, glücklicherweise, vor der Tür der Familie meiner Freundin gestanden. Ich war natürlich sichtlich aufgelöst und als ich dort geklingelt habe, hat die Mutter meiner Freundin aufgemacht und hat gesagt, Kalle, was ist denn mit dir los? Du siehst ja komplett fertig aus. Und ja, sie hat mich Kalle genannt, weil sie konnte sich Pascal einfach nicht merken und hat einfach gesagt, ich nenne dich jetzt einfach ab sofort nur noch Kalle. Deswegen werde ich heute auch von allen Kalle genannt. Warum sich das wirklich durchgezogen hat, werdet ihr gleich merken. Ich bin dann erstmal reingegangen, habe die Story erzählt und die Eltern haben mir sofort angeboten, dass ich erstmal ein paar Tage dort bleiben kann, bis sich die Sache geklärt hat und wir entscheiden können, was denn jetzt eigentlich weiter passieren soll. Ich habe sogar damals bei dem Sorgentelefon angerufen. Es gibt ja diese Sorgentelefonnummer und habe mich von denen beraten lassen. Und da wurde mir auch ganz klipp und klar gesagt, bitte such ein Jugendamt auf und versuch das mit denen einfach zu klären. Meine Mutter hat dann aber auch tatsächlich da noch angerufen und hat gesagt, schick sofort meinen Sohn nach Hause, der gehört hier nicht, bla bla bla. Da ist auch nochmal ganz klar diese Eifersucht durchgekommen. Und die Mutter meiner Freundin hat dann sofort gesagt, nein, das geht so nicht. Also das ist jetzt alles ein bisschen zu weit gegangen. Und dein Junge bleibt erstmal bei uns.
Einige Tage später sind wir dann zum Jugendamt gegangen. Das bedeutet, die Mutter meiner Freundin und ich, sowohl als auch meine Mutter, haben uns beim Jugendamt getroffen. Und in dieser Woche haben wir auch so ein bisschen rauskristallisiert, was ich denn eigentlich für Möglichkeiten habe. Das bedeutet, die Mutter meiner Freundin hat dann damals gesagt, Kalle, pass auf, es gibt jetzt folgende Möglichkeiten. Das Jugendamt wird dir wahrscheinlich anbieten, dass du in ein betreutes Wohnen gehen kannst, dass du bei deiner Mutter bleibst oder dass du in eine Pflegefamilie gehst. Daraufhin hat sie mir gesagt, dass sie noch mit ihrem Mann gesprochen hat und sie mir gerne die Pflegschaft anbieten wollen, beziehungsweise mir anbieten wollen, dass ich bei denen leben kann, bis es bei mir in der Schule wieder richtig läuft und ich einen guten Schulabschluss habe. Und selbstverständlich war das für mich auch die beste Option, weil ich mir so dachte, hey, ich kenne die Leute hier, die kennen mich und hier habe ich auch ein Umfeld, was einfach ein bisschen mehr harmonisch abläuft. Das Ganze hatte allerdings einen Haken, ich war noch nicht volljährig und meine Mutter musste dem Ganzen auf jeden Fall zustimmen. Nichtsdestotrotz hatten wir dann, wie gesagt, diesen Termin in diesem Jugendamt und sind dann dorthin gegangen. Ich war mega aufgeregt, weil ich da meine Mutter das erste Mal wieder gesehen hatte. Das Gute war aber, dass die Mutter meiner Freundin dabei war und wir dann mit den Betreuern reden konnten. Meine Mutter, wie ihr euch vielleicht denken könnt, war strikt gegen diesen Vorschlag. Sie wollte auf keinen Fall, dass ich in dieser Familie lebe. Und ich glaube, dass da auf jeden Fall ganz eindeutig die Eifersucht aus ihr rausgesprochen hat. Aber im Verlauf dieses Gesprächs habe ich ihr und auch die Mutter meiner Freundin ihr erklärt, dass das wahrscheinlich die beste Lösung ist, weil sie mich kennen, ich sie kenne, sie den Platz haben und mir einfach das bieten können, was ich brauche. Und zwar ein ruhiges Umfeld, um meine Schule zu Ende zu machen. Glücklicherweise hat meine Mutter dann auch nachgegeben und hat dann die Pflegschaft unterschrieben. Und somit wurde die Mutter meiner Freundin meine Pflegemutter. Und jetzt kann ich bis heute immer sagen, ich habe mit meiner Schwester geschlafen. Meine Freundin hat noch eine Schwester, also ich habe jetzt sozusagen zwei Pflegeschwestern. Und die war zu der Zeit im Urlaub und wusste zwar, dass ich da ein paar Tage penne, die wusste aber nicht, dass ich auf einmal da wohne und mich einniste. Das war ein bisschen schwierig. Im Endeffekt hat sie es dann doch akzeptiert und sie hat mich aber auch immer extrem gefordert, aber auch geschult. Also Schwester meiner damaligen Freundin, meine eigentliche Pflegeschwester, hat mir so viel beigebracht tatsächlich. Also Kuss geht raus. Ja, dankeschön an dieser Stelle nochmal. Weil sie hat mir auf jeden Fall viel Disziplin beigebracht, dass man auch einfach mal ein bisschen offener durch die Welt läuft und sich nicht allem verschließt und so mürrisch durch die Gegend läuft. Ja, und danach ist tatsächlich einiges auch besser geworden. Ich bin besser in der Schule geworden. Ich habe dann mein Abitur abgeschlossen. Direkt danach habe ich eine tolle Ausbildung in der Tanzschule gemacht, wo ich vorher schon immer nebenbei gearbeitet habe. Und aktuell habe ich sogar geschafft, meinen Traum zu verwirklichen und mache Unterhaltungsvideos im Internet. Heute muss ich sagen, bin ich wirklich glücklich mit meinem Leben. Es gibt natürlich auch Dinge, die ich durch den Umzug jetzt hier nach Berlin bzw. Spandau aufgeben musste. Und der Kontakt ist auf jeden Fall noch da. Ich bin nicht mehr zusammen mit meiner Schwester sozusagen. Und verdammt nochmal, das klingt nicht richtig. Und ich bin sogar mittlerweile so weit, weil ich keinen Kontakt mehr zu meiner Mutter hatte in den letzten 12 Jahren, dass ich mir fest vornehme, mich mit ihr zu treffen und ihr zu sagen, pass auf, es ist alles in Ordnung. Ich lebe jetzt mein Leben und du brauchst keine Angst haben, dass ich noch sauer auf dich bin. Denn ich glaube, das fehlt jetzt gerade noch, um das Ganze wirklich abzuschließen. Denn auf jemanden zuzugehen, der einem was Schlechtes angetan hat und ihm zu verzeihen, ist kein Zeichen der Schwäche. Abschließend möchte ich gerne noch sagen, dass DNA für mich nichts Familiäres hat. Das bedeutet, nur weil ich mit jemandem blutsverwandt bin, ist es nicht automatisch ein Teil meiner Familie. Für mich habe ich ein ganz eindeutiges Lebensmotto entwickelt und das bedeutet folgendes: Das Herz wählt sich seine Familie. Leute, die einem gut tun, Leute, die einem helfen, Leute, die einem wirklich zuhören, das sind Leute, die es wert sind, für mich in meinen familiären Kreis aufgenommen zu werden. Dieses Video sollte einfach nur meine Geschichte erzählen und den Leuten, die sich gerade vielleicht in einer schwierigen Situation im Leben befinden, so ein bisschen Kraft geben, sich an die Leute zu halten, die einem wirklich gut tun und Hilfe auch gerne mal anzunehmen. Denn niemand muss alleine durchs Leben laufen und es wird immer jemanden geben, der dich unterstützen will. Das war es also erstmal von mir. Ich werde jetzt in den Kommentaren so viele Fragen wie möglich beantworten. Apropos Fragen, ich hatte einen Tweet rausgehauen, dass ich hier Fragen integrieren wollte. Die Fragen sind aber so durcheinander gewesen, dass ich dazu ein separates Video auf meinem Zweitkanal machen werde. Sobald das online ist, werde ich das auch hier unten in der Beschreibung verlinken. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Wir sehen uns im nächsten Video.